Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zu Österreich und Europa Universalis 4. Wir haben uns bereits direkt in der ersten Folge Böhmen einverleibt, ist unser Vassal und wird es auch sehr lange Zeit bleiben. Als nächstes bereiten wir jetzt gerade den Einmarsch in Ungarn vor. Wir starten ins Spiel. Wir brauchen vor allen Dingen Moral. Das nervt mich eher gerade. Geht mal beide hier rauf. Die 16.000 müssen wir zwangsläufig runterhauen. Wir machen das mit der geballten Power. Also hier. Ja, unsere Verluste gehen tatsächlich. Unsere Verluste gehen. So, bitte mal kurz ein bisschen trennen. So. Bitte mal kurz trennen. So, wir machen hier schon mal Anschluss erlauben. Falls man das möchte. Ein Darlehen haben wir noch. Kümmern wir uns dann drum. Und jetzt sagen wir, glaube ich, hallo. Ungarn. Und wir werden einfach, weil wir es können, Burgund mit reinrufen in die ganze Geschichte. So, los geht's. Wir marschieren mal direkt dahin. Und hier König oder nicht? Nein, wir werden kein König. Wir holen uns... ich habe ein bisschen auf Belagerung gehofft. Aber wir holen uns auch keine Belagerung. Und hier marschieren wir direkt nach Zagreb. Die ersten zwei großen Belagerungen quasi durch. Okay, wir haben ein paar Schiffe verloren. Ah, blöd. Was war da hinten? Die Pfalz, hoffen wir, dass... Ja, regelt Burgund. Regelt hoffentlich Burgund. Hat mir nicht gesagt Zagreb. Gut. Wir kopseln hier mal kurz ab. Marschieren mal schnell weiter. Ah, genau. Chili haben wir ja auch. Da kümmert sich anscheinend nicht Böhmen drum. Hier bleiben wir mal ganz kurz drinnen. Mhm. Eigentlich habe ich gehofft, dass Böhmen hier oben ein bisschen rumläuft. Das wäre mir lieber gewesen. Chili ist eigenständig, genau. So, was passiert hier? Chili Mittel. Komm, ich würde Chili einfach so rauslassen. Wie Geld hast denn du? Ja, ich würde Chili tatsächlich einfach so rauslassen. Wollen sie aber nicht. Ist auch okay. Ungarn hier oben. Fast 30.000 Mann. Haben plötzlich nochmal aufgerüstet. Schauen wir mal, was wir da tun müssen. Was sind denn das hier alles? Ist das... Oh, Verband Flandern, Holland. Oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Deswegen haben die so viele Truppen. Also Burgund, meine ich. Burgund. War ich jetzt gerade ein bisschen überrascht, warum Burgund so viele Truppen hat. Jetzt wissen wir es. So, wir gehen mal hier nach oben. Wir nehmen Chili raus mit dem ganzen Geld. Ansonsten ist uns Chili wurscht. Hätten wir uns natürlich auch einverleiben können, aber so wenig aggressive Expansion wie möglich oder eher zusätzliche aggressive Expansion wie möglich. Kroatien ist durch. Hier haben wir auch noch 15.000 Mann. Die Belagerung haben sie gewonnen. Gehen sie nach Opole. Wir marschieren hier weiter nach Temesch. Die Frage, ob wir da rein wollen. Ob wir eine Schlacht haben wollen und nicht verliere. Zwei Kriegsmüdigkeit nehmen wir. Ob wir überhaupt eine Schlacht schlagen wollen oder ob wir probieren, so durchzukommen. Also jetzt können wir übrigens auch Mailand... Okay. Müssen wir dann wahrscheinlich mal doch kurz eingreifen. So. Und so Capes oder so ähnlich.
Wie viele Truppen? 15.000 Mann. Das passt. Waffenruhe endet. Burgund nach wie vor. Was wäre denn jetzt, wenn Burgund gerade stirbt? Habsburg würde auf den Thron kommen oder das Event würde direkt eintreten. Also der Vorfall. Müssen wir mal gucken. Wir gehen jetzt mal hier durch die Belagerungen, solange Prag nicht fällt oder die nach Wien gehen oder irgendwie sowas. Eine Stabi... Oh. Wir geben das Prestige her. Nehmen wir lieber die Loyalität. Ah, scheiße, das ist ja auch was. Ich habe ja gesagt, Missionen, Gleichheit der Stände. Ich muss ja Bürger und Klerus, ich muss das ja alles irgendwie raufbekommen. Ich probiere mal schon mal eine Versammlung einzuberufen. Grundsteuer, Württemberg, Wien hat einen Markt. Das werden wir direkt umsetzen. Ah, ich habe gar... Intelligent wie ich bin. Habe ich natürlich nicht geschaut, wer schon drüber ist, aber ich glaube, das ist eh dann der Bürger, der rüber geht. Über die 60. Ja. 7, 28, nur hier unten. Da wollen wir nicht so ganz. Da wollen wir nicht so ganz, aber ist egal. Templin gewonnen. Templin ist das hier. Ungarn, gibst du... Ah, hier, Pfalz. Gib mir dein ganzes Geld, Pfalz. Und geh. Geh einfach nur Pfalz. Geh mit Gott. Aber geh. Ungarn, wie schaut's denn aus? Bock? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Nicht, dass die dann meinen, sie rennen jetzt hier unten die Festung rein. Festung gefallen. Aber wie gesagt, wir sind hier auch in zwei Festungen. 64%. Mehr noch. Oh, jetzt werden die Ungarn hier oben gerade geschlagen. Jetzt. Gib mir mal vorsichtshalber noch. Ja, eigentlich hätte ich das Geld schon ganz gerne. Könnte man eventuell auch gleich Schulden bezahlen. So, wir machen Frieden. Hallo. Ungarn, du bist weiterhin... Ach, Kroatien ist... Ah, Kroatien auch direkt Juniorpartner. Wusste ich tatsächlich nicht. Okay. So, Darlehen fällig. Machen wir. Hier schicken wir natürlich direkt jemanden rein. Können wir direkt Schulden bei Ungarn bezahlen? Leider noch nicht. So, jetzt nehmen wir das mal an. Und Königreich Ungarn ist erobert. Wir erhalten dauerhaftes Gebiet auf Slawonien, Kroatien, Dalmatien, bla bla. Okay, nehmen wir auch gleich an. Und jetzt haben wir die Ungarn-Frage. Wir sollen diese Gebiete besitzen. Wo ist denn... Pressburg. Ah, Pressburg. Okay, wir müssen einfach Ungarn irgendwann vereinnahmen, im Gegensatz zu Böhmen. Werden wir tun. Ungarn werden wir möglichst schnell integrieren. So. Wir sind eine Großmacht. Haben jetzt natürlich, also an Kroatien habe ich jetzt gar nicht gedacht, muss ich ja gestehen. An Kroatien habe ich gar nicht gedacht. Dafür ist die Pfalz raus. Ja, und Polen werden wir noch verraten. Polen werden wir noch
erraten. Müssen wir tun. Bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt einfach auch mal hoffen, dass uns, dass wir Ungarn möglichst schnell auf unsere Seite bekommen. Ungarn erbt Kroatien. Ja, passt. Traumhaft. Dann ist Kroatien nämlich direkt weg und wir haben irgendwo eine Mission erfüllt. Hier. Gleichgewicht der Kräfte ist eine Großmacht. Rivale ist eine Großmacht. Eine Alliierte ist eine Großmacht. Ah, Polen. Ja, logisch. Ja, danke. Werden wir direkt mal annehmen. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Mindestens in 4 Nationen muss ein Habsburger sitzen. Warte mal, ein Habsburger? Wir haben doch Wittelsbach. Moment. Nein, wir haben Habsburg. Wittelsbach war Bayern. Mindestens 4 Nationen mit Ausnahme von Österreich braucht einen Habsburger auf dem Thron. Nationen, die von. Okay, wir müssen auf alle 5 Kontinente. Na gut. Eines der folgenden Dinge muss zutreffen. Oder die Habsburger Dynastie beherrscht Nationen, die von Mitgliedern der von Habsburger müssen auf mindestens 5 Kontinenten. Also wenn ich, verstehe ich das richtig, wenn ich selber auf 5 Kontinenten sitze, habe ich die Mission auch geschafft. Oder? Puh. Und das da hier stört mich sehr. 68, 54, 55. Nun gut, nun gut, nun gut. Schauen wir mal, wie wir das am besten alles hinbekommen. Ungarn. Keine Schulden nach wie vor. Burgund gegen England. So, wir warten ein bisschen. So, wir hätten jetzt hier schon 60, 60. Jetzt müssten wir nur noch die hier irgendwie über 60. Ja. Wann können wir das nächste Mal 59 in 4 Jahren? Wir brauchen irgendwie den Klerus noch da oben. Alle Stände erhalten 10 Loyalität, wenn wir einmal einen Titel verkaufen. Ja gut, machen wir. Zack. Ist mir egal. Fakt ist, wir... Nein! Ragnar, lesen. Lesen, dann hättest du... hier. Scheiße. Ach. Ja, dumm. Es war einfach nur. Wir geben die 60 Dukaten aus. Oh, eine Stabilität, 25 Prestige. Das finde ich natürlich sehr gut. Wir bauen mal noch ein bisschen hier Nick. Wir bauen Kirche. Und das war's erstmal. Wir schauen uns weiter die Mission mal an. Wir brauchen Provinzen in den Niederlanden. Ja, okay. Dafür warten wir mal, was mit Burgund passiert. Vielleicht kommen wir über Burgund ran. Dann Rückeroberung von Schlesien müssen wir vereinnahmen. Ich hoffe mal, das macht Böhmen.
Die kaiserliche Grenze. Ist keine Provinz ist befindet sich in die nicht. Okay. Wir müssen alles zurückerobern. Moment, wollte gar nicht gerade schauen. Solange Ungarn nicht ist, können wir auch auf jeden Fall nicht gegen Frankreich oder sonst irgendwas ziehen. Okay, dann hätten wir mal hier alles unrechtmäßiges Gebiet, Mainz und Mailand. Wie schaut es denn eigentlich hier aus? Ein bisschen noch. Österreich, Österreich, Österreich. Dann haben wir die Ungarn-Frage. Wir müssen Ungarn vereinnahmen. Dann, wir müssen Kroatien vereinnahmen. Nicht das Problem, sobald wir Ungarn vereinnahmt haben. Okay, wir müssen hier unten noch ein bisschen was erobern, aber okay, nicht das Problem. Erlangte Bistümer. Wir müssen Rent, Salzburg, Passau, Augsburg besitzen. Okay. Rent, Salzburg, Passau und Augsburg. Dann geht es nach Bayern weiter. Ach du Scheiße. Und dann hier die Habsburger verbreitet und hier verbindet Österreich. Wir müssen Sundgau mit. Okay, wir brauchen. Nein, Bregenz braucht man nicht. Konstanz braucht man eigentlich auch nicht. Wir brauchen Salzburg und wir brauchen Trent. Trent würde mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und das war's. Okay. Erlangt Bistümer. Dann machen wir mal Trient und Salzburg momentan. Spionagenetzwerk und Spionagenetzwerk. Bis dahin verhalten wir uns jetzt mal kurz ruhig. Wie schaut das eh aus mit so mit aggressiver Expansion und so jetzt eigentlich? Nix. Ist ja harmlos. Ist ja harmlos. Wie schaut es denn eigentlich aus mit der Renaissance. Können wir. Wir könnten mal hier Mailand und Mainz. Fangen wir mal kurz mit Mainz an. Wir können gerade noch nicht. Nein! Okay, wir warten einfach mal, bis hier alles durch ist. Machen mal kurz eine ruhige Nummer. 10 Papsteinfluss. Nehmen wir Reformbegehren braucht man nicht. Burgund. Ja, sterb mal Burgund. Das fände ich jetzt relativ cool. Ja, wir helfen natürlich. Ja, Burgund, stirb einfach. Stirb einfach, Burgund, stirb einfach. Ah, ich muss sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie das System mit der Reichsautorität funktioniert. Ich weiß, dass später mit den Religionen und sowas, dass das, jede fremde Religion im Reich und sowas quasi gibt mir dann Minus. Da müssen wir dann bei den Religionen extrem aufpassen. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich irgendwie bestimmte Kriege erklären kann oder sowas, um die Reichsautorität zu erhöhen. Das weiß ich nicht. Ah, da ist Ungarn. Okay, dann beenden wir mal ganz kurz. Mantova zurückfordern, du willst du nicht. Und dann haben wir hier Mainz. Hier habe ich jetzt eins verloren. Bei Mailand glaube ich, das nicht angenommen hat. Kein Problem. Hallo, Mailand. Reichsbefreiung. Gegen Provence, Aachen und Anhalt. Provence. Bist denn du theoretisch im Reich? Nein, bist du nicht.
Ah, das ist ja Burgund. Ja Burgund. Moment. Wo ist denn die Provence? Doch, das ist doch Provence. Er ja, willst du mich verarschen? Ja. Ah doch, die Hauptstadt von Provence ist kein Teil des Heiligen Römischen Reiches. Ja, praktisch für uns. Da werden wir uns dann die Provence einfach einverleiben oder so ähnlich. Mailand, hallo, Krieg, Reichsbefreiung. Okay, wir müssen mal ganz kurz warten. Dann Geld, bitte, haben wir es sowieso schon. Dann Festungen aktiv. Geh mal darüber. Geh mal hier rüber. Ja, Mailand. Sachsen-Anhalt, Provence. Okay, bei uns macht natürlich Ungarn und Böhmen mit, deswegen kein Thema. Du gehst mal schnell da runter und du gehst mal nach Provence. Gegen wen sind wir in Krieg? Oh, Provence, ja stimmt, Provence ist ja groß. Um Anhalt wird sich gekümmert werden. Ja, die Frage ist eher, ob das jetzt so gut ist, was ich hier mache. Kann ja sein, dass die Mailänder gleich mit 20.000 Mann in mich reinrennen, aber die sind gerade hier. 8.000. Ach Gott, das ist ja auch Lothringen hier. Ah ne, hier ist Bro. Was rede ich denn? Ich bin ein bisschen verplant, wie ihr seht. Ich bin ein bisschen verplant. Hier ist Bro. Jetzt dachte ich mir gerade irgendwie, wir sind gegen Lothringen in Krieg gezogen. Okay, hier ist General drin. Ja. Ah, die ersten 4.000 Mann wipe. Das finde ich sehr freundlich von euch. Auf die 8.000 gehen wir doch auch mal schnell, wenn wir schon können. Ja, komm. Ein Vibe, aber macht nichts. So, da unten Mauerbruch. Und in Anhalt sitzen sie auch schon mit Mauerbruch. Ja, gut. Oh, Sachsen und Thüringen. Einmal Potsdam. Bitteschön. Und einmal alle, bitteschön. Oh, hier können wir irgendwo reingehen. Machen wir direkt. So, wie schaut es denn jetzt hier eigentlich aus? Okay. Wir gehen für 56 Punkte trotzdem mal hier rein, werden aber mal ganz kurz Wien einfach nur mal 2 Punkte rein. Ich möchte auf jeden Fall Wien irgendwann über 30 haben, gebe mir aber da Zeit. Das ist was anderes als mein sonstiger Spielstil. Anhalt Aachen. Die zwei müssen irgendwann mal raus. Aber wir haben. Wie viele Männer haben wir denn jetzt eigentlich? 55.000 war da vorher. Ach ja, klar, da war Böhmen und Ungarn bei uns schon mit drinnen. Wie viel Truppen haben wir denn eigentlich? 11 und 12.000, das ist nicht so viel, aber beide keine Schulden. Und wir können Polen mit in den Krieg rufen, was? Jetzt nicht mehr? Ging schnell? Finde ich schade, hätte ich sofort gemacht, weil wie gesagt, ich werde Polen irgendwann verraten. Also warum jetzt nicht ausnutzen ohne Ende? Homo gewonnen, gleich weiter Mailand. Geht denn schon irgendjemand raus bei denen? Anhalt? Nö, ach, nö. Ah, General ist tot. Ein General ist tot, ein General ist tot. Okay, da brauchen wir aber 2 Männer schnell dafür. Gehen wir hier runter. Merkantilismus oder Diplomacht? Wir nehmen die Diplomacht. Jetzt in dem Fall nicht ganz so auf Merkantilismus getrimmt wie im Let's Play mit England. 5 Prestige weniger. Nicht so schlimm. Ja, ja. Bitte neuer General mit Belagerung. War
ein guter General, aber hat Nahkampf 1, Belagerung 1. Muss man ja schon fast zufrieden sein. Der ist auch schon wieder drunter. Kotzen. Ja, da habe ich nicht mitgedacht. Da hätte ich am Anfang wahrscheinlich gleich mehr schalten müssen. Wir werden direkt fördern gleich. Sobald es wieder aufpoppt. Also die zwei Provinzen hier brauche ich dann. Die muss ich nehmen. Burgund hat einen Anspruch auf die Provinz. Aber nur einen... halt auch nicht so ideal, gell? Auch nicht so ideal für uns. Geht denn jemand da raus schon? Lothringen? Nein. Anhalt nicht, Aachen nicht. Was ist denn mit Anhalt hier oben? So, was geht? Raus mit euch mal bitte. Verdun. So, marschieren wir doch mal hier direkt rein in die 5000. Aachen ist theoretisch auch da oben. Da marschieren wir jetzt auch gleich noch rein. So. Zweimal El Waipo. Dann. Hier ist Aachen. Gehen wir doch mal nach Aachen. Den Mann können wir... okay. Machen wir es mal schnell so. Wir lassen noch 2000 Mann hier und mit dem Rest gehen wir nach Anhalt und hoffen, dass das kein Fehler war. Hier ist irgendwas. Venedig gegen den Osmanen, Byzanz und den Mamelucken. Ah, Konstantinopel ist schon türkisch. Ja, Venedig, du hast dich etwas übernommen an der Stelle. Vor allem Mamelucke. Angreifer. Mameluke greift Venedig an. Okay. Hat seine Chance... oh, was haben wir denn hier oben? Hat seine Chance tatsächlich gerochen. Auch faszinierend. Ja, Mailand gefallen. Jetzt ist nur die Frage. Wir wollen Anhalt und Aachen raushaben. Und die Provence müssen wir aber niederschlagen. Deswegen werde ich jetzt mal... komme ich hier rüber? Ja. Ah, da sitzt auch schon Ungarn. Jetzt nicht mehr. Wir lassen Mailand mal eben Mailand sein. Die Provence muss niedrig werden. Von denen wollen wir schließlich Provinzen haben. Aachen und Anhalt kann einfach nur raus. Nein, du kommst noch nicht raus, Mailand. Du bist der logischerweise Kriegsgegner. Ja, Aachen gewonnen. Aachen gewonnen. Du gehst mal hier runter jetzt, hat. Und Aachen lassen wir raus. Ja, was bietest du mir denn an, Aachen? Kriegsreparation, Dukaten, machen. Ich möchte da gar nicht großartig rummachen. Ja, fördern, zack. Gar nicht großartig rummachen. Anhalt. Oh, wir können in Politik. Steuernamen oder Rekrutenreserve. Ich glaube, Rekrutenreserve lasse ich. Wir werden mit Vasallen spielen. Wir gehen in die Steuer. Ist mir an sich eh lieber. Kennt ihr ja inzwischen von mir. Wir marschieren mal kurz hier rüber. Du hast einen General drinnen.
marschieren mal kurz da rein. Die Provence, nein. Anhalt, du darfst raus, wenn du möchtest. Gib mir einfach dein ganzes Geld. Und, ach, ich hätte Kriegsreparationen machen sollen. Egal. Egal, die 2000 Mann, da gehen wir mal kurz rein. Handelsliga ist mir egal. Oh, hier werden wir jetzt verlieren. So. Provence. Ich möchte, dass du mir das und das gibst. Okay, wir haben hier ein größeres Problem, sehe ich gerade. Provence. Ich möchte, dass du uns die zwei Sagen gibst. Und. Oh. Kommen wir bei Lothringen auf 100%, ist die Frage. Kommen wir hier irgendwie auf 100%? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Marschiert mal ihr hier rauf wieder. Anschluss ist erlaubt. Hier hinten müssen wir mal auf jeden Fall durch die Festung durch. Ja, da marschieren wir gleich. Oh, komm, da marschieren wir direkt hin. Gar nicht lange rum. Hier hinten müssen wir durch. Ja. Nein. Komm schon. Was? Okay, stark. Ah, Burgund. Mmh. Hallo, Burgund. Unser Erbe sitzt schon mal auf dem Thron. Moment. Schattenkönigreich. Schattenkönigreich ist aber Italien. Hier hinten, komm schon. Schattenreich ist Italien. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir direkt sagen, 10 Prestige, 20 Reichsautorität, apropos Reichsautorität. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Weil wir uns im Krieg befinden. Oder wir können, wir müssen über Italien herrschen. Wir werden es wahrscheinlich aufgeben. Aber erst Krieg beenden. Jetzt kommen hinten, hier hinten, die Festung muss fallen. Jetzt. Wie gesagt, wir wollen... Mainz können wir nochmal auffordern. Können wir gerade nicht. Machen wir jetzt mal gerade nicht. Wir brauchen die Reichsautorität. Wir wollen hier gleich mal ins neue Gebiet. Heiliger Krieg gegen den Osmanen. Gehen mal hier rüber schnell. So. Provence. Wie schaut's denn? Du machst es. Du machst es. Zack. So. Damit gilt Lothringen als im Reich und unser Gebiet haben wir. Sehr gut. Schön. Dann zu dir. Ich lasse mir gleich mal hier stehen. So. Oder. Ah doch, wir lassen die 16.000 Mann hier mal stehen und die kommen mal nach Wien. So,
Entlässt mal zwei Nationen. Gibst mir dein ganzes Geld. Ah, und wir können ja die Hauptstadt plündern. Dabei was? Wir kriegen... Wir kriegen 6 Entwicklungen. Wir kriegen 4 Entwicklungen und die anderen verlieren 6. Ja, mach mal. Mach mal. Zack. Hammer, bist du im Reich? Ja. So, wir werden jetzt als erstes mal hier durchdrücken. Dann werden wir jetzt direkt hier... Achso, können wir noch gar nicht nachgeben. Müssen wir warten. Reichsbahn. Ja, jetzt haben wir Reichsbahn-Kriegsgrund. Ja, würde ich sagen, ist doch schon mal richtig gut gelaufen. Florenz können wir nicht zurückfordern, aber heben wir uns mal auf. Genau. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pfalz, Brandenburg, Böhmen, Burgund, Polen. Wir könnten die Pfalz wieder verbünden. Machen wir erstmal. Wie gesagt, wenn, wollen wir Polen verraten. Dann warten wir jetzt mal auf den Vorfall gegen Burgund, die immer noch positiv uns gegenüberstehen. Unrechtmäßiges Gebiet, Unruhen ist mir klar, deswegen stehen da 16.000 Mann. Reichsvorfall, wenig Kronland. Es ärgert mich tierisch, dass ich das jetzt gemacht habe. Ja, aber wir werden es jetzt entziehen, ist mir egal. Gehen hier mal schnell rein in die Loyalität, was soll man machen? Grundsteuer in Traungau 4, Burg, Festung, Marktplatz in Sundgau. Ne, da machen wir Traungau 4. Traungau hier. So. Zack. Prestige nehmen wir mit. Und werden es dann versuchen, mit der Zeit auf andere Wege zu steigern. Das war dumm vorher. Das war so dumm. Hätten wir schon längst haben können. Okay. Spionagenetzwerk sehe ich gerade, ist auch durchgelaufen. Einmal so, einmal so. Auflösen, auflösen. Wir sagen einmal Verbündete, einmal Untertanen. Mit einem machen wir andere Dinge. Okay, Leute, wir sind eh schon bei fast 40 Minuten. Deswegen an der Stelle, Folge 2 ist beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.